So. Ich streame ja, bei mir ist das ja ein bisschen anders. Ja, wobei ihr macht es nicht. So, es geht mal wieder weiter mit GTA und wir versuchen es heute tatsächlich nochmal an der tollen Mission vom letzten Mal. Aber so heute diesmal einen durchziehen, nicht wage ich zu bezweifeln. Auf geht's. Na los. Sneakers? Keine Ahnung. Ich laufe hier total in meinem legeren Anzug rum. Na, vor allem alle normal angezogen und dann kommt Enrico, unser maskierter Sklave, der uns ja. Ja, Enrico macht doch wieder auf Stormtrooper, weißt du? Militär. Das habe ich so gedacht, die billige Kopie von Sturmtruppler. Der Sturmtruppler. Das ist eine Puppe. Das ist keine Puppe, das ist ein Sturmtruppler. Hau mit der Maser. Okay, du kennst doch bestimmt auch das Video, oder, Kev? Welches Video? Mit der Rolltreppe. Sturmtruppler. Ach, ja, genau hier. Ja, Adult Swim, ja. My Lord, Stormtrooper. Ach scheiße, ich nehme jetzt den Aufzug. Oder beim nächsten Mal nehme ich den Aufzug, hat er doch gesagt, auf Dings auf Englisch. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, natürlich kenne ich den. Wie gesagt, Adult Swim heißen die. Natürlich. Ah, die sind bekannt. So. Na dann, warte mal. Gerade kurz, bevor wir starten, weil ich muss noch Munition kaufen. So, und jetzt können wir loslegen. Also habt ihr alles. Jetzt habe ich alles, ja. Wir haben sie nicht mehr alle, ja. Das stimmt wohl. Ja. Ich weiß noch, wie schnell wir den Gegner bei Geforstjagd gemacht haben. Ja, der war. Ja gut, wir haben aber auch teilweise echt alles gesucht, ne? Die ganzen Einzelteile für die Revolver und so, dann ging es eigentlich relativ schnell. Aber trotzdem, ich weiß das noch zur finalen Mission, so Kev. Wie, das war's jetzt schon? Ich war übelst enttäuscht, weil ich habe das ja im Video gesehen, wie lange der gebraucht hat teilweise. Gut, der war alleine, wir waren zu viert. Aber ich war. Was haben wir Gegner tot? Ich war wirklich übelst enttäuscht, weil die ganze Vorbereitung noch da drauf in dem Labor und alles, um sich da durchzuarbeiten. Ja, und dann so 2 Minuten später, der Typ ist tot. Das war zu geil, ne? Ja, ich war wirklich einfach nur enttäuscht. Ich auch. So schnell habe ich den einfach noch nie platt gemacht. Oh mein Gott. Aber wir haben echt lustige Momente gehabt im Spiel. Ja, wir haben immer mal wieder so Dinger gehabt. Alle dem Loch. Ich weiß noch zum Schluss mit der Maske auf und dann die Explosion und dann bleibt dieser Abdruck in Sicht. Oder immer noch legendär, Kev versucht ein Loch in die Decke zu machen, um die Treppe zu bauen. Sehr schön. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, das muss jemand anders gewesen sein. Das ist nämlich mir. Aber geilste Moment von mir. Ich bin zu gierig, will unbedingt dieses Teil haben, ne? Diese Rüstung da. Und stecke in einem Stein fest und eine Schüssel passt weg. Oder wir alle wegen an der Leiter da mit Dings. Mit Multiklaus. Ja, das meine ich ja gerade mit dem Loch. Ja. Virginia hieß das Ding, die haben wir später rausgefunden, ne? Ja, die Frau davon, ja. Diese die Spinnenfrau oder. Die Gebärende. Oh, super. Jetzt aber. Und sieht für mich selber, man sollte erstmal das Auto kontrollieren wieder, bevor man den Boost drückt. Hilfreich. Kontrolle ist gut. Oh, Alter, das ist echt PC, ey. Thank you.
Ich weiß noch, wo ich das Auto im Casino hier gewonnen habe, dachte ich erst, oh, Alter, was für ein scheiß Auto. Und dann am Fußtag so, ey, geil. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Statistik gibt, wer wie oft mit welchem Auto und wie lange unterwegs war. Keine Ahnung. Wir sind einfach dran vorbeigefahren. Mhm. Aber es hat sich auch gehört, dass es vorbeigefahren ist. Das ist der Hype an der Geschwindigkeit. So geht's auch. Wir sind mal das letzte Mal auch gefahren. Letztes Mal haben wir so viele Dinge komisch und falsch gemacht. Und übrigens nur so nebenbei von meiner Aussage in einer letzten Folge, von wegen ich mach nicht mehr mit und sowas drum und dran. Die ist überhaupt nicht ernst gemeint. Das war einfach nur der Frustmoment in dem... In dieser Situation. Natürlich bleibe ich damit dabei, also. Das. Nur so nebenbei. So. Es kann immer mal passieren, dass es mal irgendwie. Wenn es nicht läuft, wie es soll, dass wir da echt. Dass das ein bisschen frustrierend ist. Ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, in der Firma. Guck mal, wir lassen so Mäuse hier, bitte. Oh, ich fahr das Ding auf die Scheiße. Ja, ich wollte ja der Fahrer sein, aber es war ja jemand schneller wieder. Naja, ja, es sind wieder die Neuen, die sich vordrängeln, ne? Hä? Wo ist der Fahrer? Babypferd. Babypferd, naja, gut. Mhm. Danke für das Vorurteil. Was denn? Drei Typen und eine Frau im Steuer, das sagt wieder alles über unsere Gruppe aus. Terror! Ihr denkt dran, die Granaten sind hier begrenzt, hat doch Ivan das letzte Mal schon gesagt. Ich sind aber begrenzt, ich sehe keine Begrenzung. Da steht aber keine Begrenzung drin. Sonst wäre das klar. Naja, wie gesagt, schauen wir mal, wie weit wir heute durchkommen. Wenn ihr so weitermacht, gar nicht. Das wundert dich. Boah, jetzt werde ich wieder leveln, Alter. Nur weil ich bei Bombe bin. Hm. Geh mir aus dem Weg, du Schande. Jo, überfahr den halt einfach. Du Schande. Wir sind ein friedvoller Panzer, der einfach so durch die Gegend fährt. Alter, was da für Munition drin ist. Ich glaube, das Ding dürfte sonst niemals in Real Life in die Hand drücken. Ich glaube, das wäre das übelste Chaos. Klapp hoch. Heute stellen wir Ihnen unser neuestes Modell der Müllabfuhr vor. Wir wollen nicht fertig, wir bauen nur Schrott. Okay, I'm hacking in. The door to the launch facility.
Nö, bei mir war der Panzer einfach weg. Kaputt. Macht Schaden. Einfach drüber. Machen wir die Juggernauts wieder mit dem Panzer platt? Ja, denke mal. Mindestens die ersten drei da. Drei, vier. Oder nicht? Ja, aber nicht, da kommt doch noch einer in dem einen Gang. Achso. Zwei, glaube ich, waren das sogar da im Gang. Ich meine, vier waren draußen und zwei kommen noch im Gang. Ja, und dann. Da kommen auf jeden Fall noch etliche. Dass man die Kills dafür nicht kriegt. Jetzt? Volle Eskalation, Alter. Ich krieg da so ein Glück. Na. Jetzt sind wir doch schon hier. Naja, bis hier sind wir ja sehr relativ leicht gekommen, aber... aufgeräumt. Schade, dass man mit dem Panzer hier nicht durchkommt. Ja. Gut, dass ich noch hier drüber aber ich glaube, dann wäre es zu einfach. Dann wäre es, glaube ich, zu einfach. Ja. Ah, jetzt hab ich das Gelaber von dem Typen wieder anhören, ne? Oh, nein, Vorsicht! Okay, ich pack die Granate wieder weg. Das eskaliert sonst. Ich sollte ja auch Bescheid sagen, wenn jemand eine Granate wirft. Ja, ich hab die eigentlich reinschießen wollen, aber irgendwie ist sie im Türrahmen abgeprallt. Dementsprechend habe ich vorsichtig gesagt. Ich wollte eigentlich das Ding wieder zerstören. Aber gucken, wie weit wir kommen, aber bis die machen ja eigentlich nichts. Hä? Die machen ja eigentlich nichts. Naja. Weil die schießen ja da auch nicht drauf. Ja. Mal kurz. Denk dran, da kommt jetzt einer um die Ecke. Juggernaut. Genau, wieder ganz kurz weg. Ach, Ich sag's vor allem noch. Das war ja von Beispiel in Deckung. Mein Gott. Jetzt ist er weg. Warte, ich geh mal auf den Karabiner. Spezialkarabiner. Ja, ich spiele mit der Granate, mit dem Dings. Guck mal, wird er den Typen da gerade. Danke. Na, ja, mit der Karabiner läuft's besser, weil die mit mehr Reichweite hat. Als im Sturm.
Dann muss er noch weg. Keine Ahnung, sieh jetzt Alter, auf einmal, wieso spawnen noch auf einmal auch Leute hinter uns? Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, da dahinter steht einer. Ja. Ja gut. Es wird eigentlich fast wieder ein Juggernaut gleich kommen, ne? Dann ein Stückchen ist noch. Ja, ja, oben auf der. Ah, ne, ich war an der Treppe. Ja, ja, wir sind fast da an der Stelle. Warte mal, wo ist denn der? Ach, was? Schon wieder einer hinter uns gespawnt, Alter, was ist denn das? Das war letztes Mal nicht so. Sehr gut. Guck mal, da vorne ist noch einer rechts, ja. Das ist der lebt vielleicht doch. Jetzt noch mehr. Okay. Oh, ich bin schon Mittler. Hey, war schon letztes Mal schon. Hä? Ah, ja. Ich bin Mittler aufgetreten. Okay. Ja, das geht, wie gesagt, relativ schnell. So. Ich bin jetzt bei Mittler. Au. Alter, was ist denn da bei euch los? Hä? Irgendwie ist jetzt gerade das Headset kaputt. Okay. Alter. Ich hör's nicht, dann ist es vielleicht bei mir. Oh nein. Oder ist es nicht bei mir? Nein. Hä? Ich hör's mal nicht doppelt. Okay. Dann bin ich's nicht. Aber ich hör's nicht. Wieso packst du den Wasser weg? Ja, dann weiß ich. Okay, der oben ist weg. Alter, bei dem ist denn das? Ja. Uiuiui, was ist denn das? Ich muss was zunächst fressen. Ist das bei dir, Rico? Nee, ich hab meinen schon rausgesteckt, bin dabei. Nicht staunen von der Position aus. Jetzt ist er down. Ah, da ist noch einer, ne? Ich weiß es nicht. Kann sein. Ja, ich sehe ihn. Okay. Ist tot. Down. Ja, ja. Hier, Kev? Ja? Zieh mal kurz dein Headset raus. Warte mal. Hallo, hallo, hallo? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Okay. Dann war es wirklich bei mir. Dann ist es dein Headset, ja. Jetzt ist er wieder da. Hä? Bei mir ist es wieder da. Ah. Ja, bei mir auch, Alter. Das ist ein Doppelding. Hört voll witzig an. Besser? Ja. Oder wieder da? Ja. Na ja, super. Das hört sich an, als würde ich mich selber am russischen Funk doppelt hören. Hallo, hallo. Wir haben ein Problem. Kapi und Fee. Ist weg? Nee, immer noch da. Ja, dann macht es fast keinen Sinn, weiterzumachen.
ist weg, oder? Ja, jetzt ist ein Headset raus. Ich hab's Headset ausgemacht kurz. Also. Ist wahrscheinlich eh wieder da, ne? Ja. Achso. Ach, wir sind schon durch. Ja, wir haben den Checkpoint. Ich sehe gar nichts mehr. Hast du vielleicht noch ein Handy-Headset oder so? Nein, ich hab nichts weiter. Da freut man sich die ganze Zeit im Urlaub mal schön auf GTA und dann geht alles gleich schief. No. Das ist Karma, super. Ich mach jetzt mal hier kurz einen Cut und geh mal kurz aus der Party raus und rein. Sorry, Avon. Stop that!